erstes großes Konzert, da wurde ich gerade 11 Jahre. Und da spielte ich das erste Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich damals spielte. Für mich ist es aber trotzdem erstaunlich, dass ich als kleiner Bub imstande war, dieses Konzert zu spielen. Und vielleicht war es sogar besser wie heute, ich weiß es nicht. Ja, man hat oft das Gefühl, besonders in diesem Saal, dass die Zeit stehen blieb. Ob das jetzt der Moment ist, wenn man Beethoven spielt, oder ob man auf der Bühne sitzt, das ist die Auszeichnung, dass man die Musik irgendwie auf Umwegen zumindest mitatmet. Der Werner Schneider hat einen wunderbaren Satz gesagt. Kurz vor seinem Tod sagt er, ich lebe schon in der Zugabe meines Lebens. Und ich hoffe, dass das bei mir noch sehr lange dauert, bis ich zur Zugabe komme. Und ich bin immer jemand gewesen, der nie in die Vergangenheit blickt, sondern ich blicke immer in die Zukunft als Optimist. Und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Ah, da gibt es schon einige Leute, die ich gerne einladen werde. Ja, Beethoven, Schubert, Gershwin, Rachmaninow unbedingt. Als Komponist und als Pianist, einer der größten Pianisten der Geschichte. Rubinstein vielleicht auch, ja. Joseph Levin, auch ein alter Pianist. Jascha Heifetz, Oscar Peterson, einer der größten Pianisten der Geschichte. Da natürlich Camus, einer meiner Lieblingsschriftsteller. Es gibt zwei Maler, die ich einladen würde, ja. Picasso und Hieronymus Bosch. Zwei Genies in ihrer Art. Ich glaube, das wird eine zu große Party.